Las Vegas Travel Reise Selk, kennt sie Selzank, kennt sie Autor D. Selzank, kennt sie die Filmbilder hat der Autor Selzank, kennt sie selbst in Las Vegas gedreht Video. Las Vegas ist die größte Stadt im US-Bundesstaat Nevada. Sie ist vor allem wegen ihrer großen Anzahl an Casinos bekannt. Ihre Einwohnerzahl auf 340 Quadratkilometer beträgt 558.000, 2008. Die Agglomeration breitet sich mittlerweile auf über 1200 Quadratkilometer aus und hat insgesamt fast 2 Millionen Einwohner. Las Vegas ist Verwaltungssitz des Clark County. Der Name stammt aus dem Spanischen und bedeutet die Auen oder die Wiesen. Las Vegas ist ein global bedeutendes Touristikzentrum, in das jährlich etwa 39 Millionen Touristen reisen. Eckige Klammer auf 1 eckige Klammer zu derzeit wird noch etwa ein Viertel des Umsatzes in Casinos erzielt, drei Viertel entfallen auf Eintrittskarten für Shows, Souvenirs und Luxusartikel. Neben den Casinos prägen die Shows den öffentlichen Charakter der Stadt. Zu den in Las Vegas tätigen Künstlern zählten und zählen Musiker wie Elvis Presley, The Rat Pack mit Frank Sinatra, Sammy Davis Jr. und Dean Martin, Celine Dion, Johnny Cash, Elton John und Illusionisten wie Siegfried und Troy, David Copperfield oder der Cirque du Soleil. Bekannt ist die Stadt auch für ihre große Anzahl an Hochzeitskapellen, Wedding Chapels, da Nevada außerordentlich unkomplizierte Eheschließungs- und Scheidungsgesetze hat. Inhaltsverzeichnis eckige Klammer auf Verbergen eckige Klammer zu eine Geschichte O1.1 von der ersten Besiedlung bis zur Stadtgründung O1.2 die Legalisierung des Glücksspiels. Der Buben und der Niedergang O1.3 der neue Aufschwung 2 Bevölkerung 3 Ausflugsziele 4 Wirtschaft O4.1 Verkehr O4.2 bekannte Hotels 5 Söhne und Töchter der Stadt O5.1 Bands aus Las Vegas 6 Partnerstädte 7 Klima 8 Dokumentationen 9 Einzelnachweise 10 Weblinks Geschichte eckige Klammer auf Bearbeiten eckige Klammer zu von der ersten Besiedlung bis zur Stadtgründung eckige Klammer auf Bearbeiten eckige Klammer zu die erste Siedlung wurde 1854 von der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage, Mormonen, gegründet, aber schon 3 Jahre später wieder aufgegeben. Mitte der 1860er Jahre errichtete die US-Armee das Fort Baker. Dank seiner Quellen wurde Las Vegas zu einem wichtigen Zwischenstopp für Wagentrecks und die Eisenbahn auf ihrem Weg zwischen Kalifornien im Westen und New Mexico im Osten. 1903 verkaufte die Rankerwitwe Helen Stewart für $55.000 einen Großteil ihres Farmgrundstücks an die Eisenbahngesellschaft, welche dieses aufgrund der regen Nachfrage parzellierte und am 15. Mai 1905 für insgesamt $265.000 an Spekulanten und Investoren versteigerte. Die Stadt Las Vegas war damit offiziell gegründet. Die Legalisierung des Glücksspiels der Buben und der Niedergang eckige Klammer auf Bearbeiten eckige Klammer zu mit dem Bau des Hoover Staudamms von 1931 bis 1935 und der Legalisierung des Glücksspiels in Nevada 1931 wurde der Grundstein für das schnelle Wachstum der Stadt gelegt. Der Mobster Bug Süßigel setzte Anfang der 40er Jahre mit dem Bau der ersten Hotels mit integriertem Spielcasino eine Entwicklung in Gang, die bis heute anhält. In den 1950er Jahren kamen zahlreiche Besucher in die Stadt, welche die Atombombentests sehen wollten, die in der Nähe der Stadt in der Wüste stattfanden. Zu dieser Zeit stieg der Einfluss der US-amerikanischen Cosa Nostra. Zahlreiche Hotels wurden von ihr kontrolliert. Teile der Gewinne der Casinos wurden von den Gangstern abgeschöpft, bevor sie versteuert werden konnten, und landeten bei den Familienbossen, die fernab der Stadt aus Städten wie zum Beispiel Chicago oder Miami die Casinos kontrollierten. Das National Crime Syndicate hatte Las Vegas sozusagen zur offenen Stadt erklärt. Das heißt, im Vergleich zu anderen Städten gehörte Las Vegas nicht einer Familie oder einem Verbrecherclan, sondern in ihr durfte sich jeder geschäftlich engagieren. Die Umstände wurden im Film Casino thematisiert. Pikanterweise hatten die Bosse die Baukosten ab 1960 aus dem neu gegründeten Pensionsfonds der Transportarbeitergewerkschaft der Teamsteers finanziert. Insbesondere gilt dieses Vorgehen für die Rückkehr der Cosa Nostra nach Vegas in den 1970er Jahren,
die über Strohmänner abgewickelt wurde. So kaufte zum Beispiel Alan Glick 1974 für 63 Millionen US-Dollar aus Gewerkschaftsmitteln zwei Casinos. Der Kontakt wurde dabei über offizielle Kanäle der Teamsters zu Frank Ballistrieri geleitet, dem Cosa Nostra-Boss von Milwaukee, der dann Nick Kivella kontaktierte und der Fondsverwalter Roy Williams dann praktisch nur noch unterschreiben musste. Insbesondere gilt diese Form der Finanzierung für die Casinos Aladdin, Circus Circus, The Sands, Dunes und The Tropicana. Eckige Klammer auf zweieckige Klammer zu dieser Umstand und das Skimming der Casinos wurden aufgedeckt. Spätestens als am 14. Februar 1979 ein illegaler Geldkurier aus Las Vegas am Flughafen von Kansas City mit 42.000 US-Dollar-Paketen gefasst wurde, waren die korrupten Vorgänge endgültig aufgeflogen und eine Reihe erfolgreicher Hausdurchsuchungen begann. 1986 wurden weitere Mobster des Chicago Outfit, Jackie Carone, Joseph Alapa, Nick Kivella und Carl DeLuna, wegen der finanziellen Abschöpfung der Casinos in Las Vegas in Höhe von 2 Millionen US-Dollar verurteilt. Eckige Klammer auf dreieckige Klammer zu. Welcome to Fabulous Las Vegas. Spiel Casino. Hotel Luxor. Hotel Caesars Palace. Hotel New York, New York. Hotel Mandala Bay Resort. Casino, Bellagio, am Abend. Las Vegas bei Nacht. Typische Wüstenlandschaft, es mussten neue Eigentümer für die Casinos gefunden werden. Diese Rolle übernahm Howard Hughes, der die bis heute gängigen Businessmodelle einführte und die Gangster langsam verdrängte. In den 1970ern und 80ern galt die Stadt jedoch als zunehmend heruntergekommen. Auch die zwischen 1978 und 1981 produzierte populäre TV-Serie Vegas konnte den Imageverfall nicht stoppen. Der neue Aufschwung eckige Klammer auf bearbeiten eckige Klammer zu eine Trendwende leitete Steve Wynn 1989 mit der Eröffnung des Mirage ein, das wieder neue und vor allem sehr zahlungskräftige Kundschaft anlocken konnte. In den letzten Jahren wurde von offizieller Seite versucht, das Image der Stadt von Sin City, Deutsch, Stadt der Sünde, mit Casinos, Nacktbars und illegaler Prostitution nach City of Entertainment, Deutsch, Stadt der Unterhaltung, zu ändern, da es das Ziel war, die Stadt auch für Familien mit Kindern attraktiv zu gestalten. Trotzdem ist und war diese Entwicklung ambivalent, während einerseits viele Shows und Hotels familienfreundlich gestaltet wurden, ist die Rotlichtbranche noch immer allgegenwärtig, vor allem durch massenhaft verteilte Werbeflugblätter von Strippern und Prostituierten auf den Straßen. Seit den 1990er Jahren hat Las Vegas einen rasanten Einwohnerzuwachs zu verzeichnen, was darauf schließen lässt, dass die Stadt ihren Ruf erheblich verbessern konnte. Bevölkerung eckige Klammer auf bearbeiten eckige Klammer zu. Hauptartikel, Bevölkerung von Las Vegas. Las Vegas ist mit 558.000 Einwohnern, 2008, eckige Klammer auf viereckige Klammer zu die größte Stadt von Nevada und die 28. größte Stadt der Vereinigten Staaten. Bei einer Landfläche von 339,8 Quadratkilometer entspricht dies einer Bevölkerungsdichte von 1643 Einwohnern je km hoch 2. Das jährliche Bevölkerungswachstum beträgt 2,0%, Durchschnitt 2000-2008. Das geschlossene Siedlungsgebiet, Urban Area, von Las Vegas hat 1,31 Millionen Einwohner, die Metropolregion 1,87 Millionen. Las Vegas wurde 1905 als Eisenbahnstadt gegründet und verzeichnet seitdem ein sehr starkes Bevölkerungswachstum. In den 1940er Jahren überschritt die Einwohnerzahl die 10.000er Marke, 20 Jahre später hatte die Stadt bereits 100.000 Einwohner. Auch wenn sich in den letzten Jahrzehnten das Wachstum leicht abgeschwächt hat, zählt Las Vegas weiterhin zu den am stärksten wachsenden Städten der Vereinigten Staaten.